Die Blutgruppen AB0 werden kodominant vererbt. Doch was ist ein kodominanter Erbgang? Dazu klären wir zuerst die Frage, wie das Blutgruppensystem AB0 funktioniert. Je nach Blutgruppe befinden sich auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen, auch Erythrozyten genannt, unterschiedliche Zuckermoleküle. Für die Blutgruppe A ist der Zucker durch einen grünen Kreis symbolisiert. Bei Blutgruppe B durch das blaue Quadrat. Und bei der Blutgruppe AB sind beide Zuckertypen gleichzeitig vorhanden. Blutgruppe 0 schließlich verfügt weder über den grünen noch über den blauen Zucker. Betrachten wir die Zucker etwas genauer. Die Erythrozyten sind gegen außen durch die Zellmembran abgegrenzt. Sie besteht aus zahlreichen Membranlipiden. Manche der Membranlipide verfügen über Zuckermoleküle und heißen Glykolipide. Besteht der Zuckeranteil aus einigen wenigen Monomeren, wie hier, ist es ein Oligosaccharid. Das Oligosaccharid definiert, welche Blutgruppe ein Mensch hat. Es enthält einen konstanten grauen Anteil, der bei allen Blutgruppen gleich ist, und ein variables Ende, das die Blutgruppe definiert. Blutgruppe A verfügt am Ende zusätzlich über N-Acetyl-Galactosamin. Bei Blutgruppe B endet das Oligosaccharid mit einer zweiten Galaktoseeinheit. Und Blutgruppe 0 verfügt nur über den konstanten grauen Anteil. Diese Abbildung zeigt das Oligosaccharid noch etwas detaillierter. Der grau markierte Bereich bildet den konstanten Teil. Falls keine weiteren Zuckerbausteine hinzukommen, ergibt das die Blutgruppe 0. Befindet sich am Ende des konstanten Teils zusätzlich N-Acetyl-Galactosamin, handelt es sich um Blutgruppe A. Und endet der konstante Teil mit einer zusätzlichen Galaktoseeinheit, resultiert Blutgruppe B. Die Oligosaccharide sind wichtig bei einer Bluttransfusion. Personen mit der Blutgruppe A verfügen über das grüne Oligosaccharid. Es wird auch als Antigen bezeichnet. Antigene haben nichts mit DNA oder Genen zu tun. Ein Antigen ist eine Struktur, gegen die das Immunsystem Antikörper bildet. Bei der Blutgruppe A ist das grüne Antigen körpereigen. Deshalb bildet das Immunsystem keine Antikörper dagegen. Weil aber das blaue Antigen im Körper nicht vorkommt, erzeugt das Immunsystem Antikörper gegen das fremde blaue Oligosaccharid. Bei der Blutgruppe B ist es umgekehrt. Das Blutplasma enthält nur Antikörper gegen das fremde grüne Oligosaccharid. Für Menschen mit der Blutgruppe AB sind beide Oligosaccharide körpereigen. Das Immunsystem bildet keine Antikörper gegen sie. Personen mit der Blutgruppe 0 besitzen weder das grüne noch das blaue Oligosaccharid. Daher bilden sie Antikörper gegen beide Antigene. Bei einer Bluttransfusion hat das Konsequenzen. Eine Person darf nur Erythrozyten von Blutgruppen erhalten, gegen die sie keine Antikörper hat. Das bedeutet, im Blut der SpenderInnen darf das Antigen nicht vorkommen. Jetzt können wir das Prinzip der Kodominanz verstehen und untersuchen dazu die Vererbung der Blutgruppen A und B. Oben befindet sich die Eltern- oder Parentalgeneration. Beide Elternteile sind für ihre jeweilige Blutgruppe homozygot. Der Genotyp der Mutter umfasst zwei Allele für das Oligosaccharid A. Ihr Phänotyp ist Blutgruppe A. Der Vater verfügt über zwei Allele für das Oligosaccharid B. Sein Phänotyp ist Blutgruppe B. Jeder Elternteil bildet nur einen einzigen Typ von Gameten. Deshalb sind ihre Kinder alle heterozygot und besitzen die Allelkombination AB. Auf ihren Erythrozyten kommen beide Oligosaccharide A und B gleichzeitig vor. Sie verfügen über die Blutgruppe AB. Beide Allele A und B werden unabhängig voneinander jeweils zu 100% ausgeprägt. Das bezeichnet man als Kodominanz. Kodominanz bedeutet, dass sich unterschiedliche Allele in ihrer Ausprägung gegenseitig
nicht beeinflussen.